Okay, wir fahren sogar für was komplett anderes. Das Problem ist, ich habe vergessen, die Konsole quasi zu aktivieren. Das heißt, ich muss jetzt immer noch hier mal den Kram angucken. Wir fahren theoretisch gesehen für Logs. Logistics Connect Europe. Ist doch Logs, oder? Ja. Das ist ein interessanter Trailer. Scheint bei hinten der Lenkachse, wenn ich es richtig sehe. Sieht zumindest so aus, ist zwar alles hier dunkel, aber ja. Schauen wir mal, wie der Auftrag Katzenfutter, wie viele Tonnen waren das überhaupt? Das waren 28 Tonnen für Polaris Lines. Okay, wir haben 11 Stunden Zeit. Wir bekommen 3000 immerhin dafür. Ja. Da würde ich sagen, wir haben lange genug gequatscht. Allerdings. Das ist schon perfekt hinten. Das heißt, wenn den Monitor ist wahrscheinlich den Spiegel anders eingestellt, aber das wird schon passen. Hoppala. Da kommt nichts, da kommt nichts. Die Kurve könnte jetzt auch wieder interessant werden. Mehr aus. Gucken, ob es tatsächlich eine Lenkachse ist. Ich würde dir schon was sagen, nein. Come on. Aber das gucken wir uns nochmal genau an. Aber komm, das war doch. War schon fast das grün. Ist das gelenkt oder ist es nicht gelenkt? Das sieht gelenkt aus, ne? Lenken, ist alles klar. Ich war ja noch auf der Linie, als es so gelb war, so. Oder gerade mal umschwingen war auf gelb. Huch, habe ich nicht immer gesehen. Ja gut, dann halt wieder mal 80 Dollar weniger. Dollar sag ich schon Euro. Bei Dollar bin. Warum bin ich bei Dollar? Ich kann echt mal überlegen. Achso, wahrscheinlich wegen der 1 Stunde Transport hier, was ich noch nicht gespielt habe, um die Kampagne von Amerika wieder auf den Stand zu bringen, auf der eigentlich war. Aber hat der echt lange gedauert, bis der neue Renault rausgekommen ist, ne? Also ich hätte gedacht, dass der Renault T-Range rauskommt mit dem Frankreich-DLC. Boah, ziemlich kurz danach zumindest. Kommt halt manchmal halt alles anders, ne? Bist du jetzt so gerade so aktiv? Hast du gerade geschlafen und da bist du, warum bist du jetzt so aktiv? Ich doch noch gar nicht vor allzu langer Zeit wieder reingelassen. Wobei doch, ja gut, eine Stunde ist schon her.
70. Das einzige Problem an der Toleranzeinstellung ist, dass die KI nicht mit Toleranz fährt. Oder Strich 55. Wenn man ganz viel Glück hat. Wir fahren jetzt mit 58 km pro Stunde den Tempomat hinterher. Und wir kommen leicht näher, wenn ich das richtig sehe. Und das trotz 28 Tonnen Katzenfutter hindern. Werden wir wahrscheinlich selbst wenn wir beschleunigen. Zu nah rankommen und dann wird gleich wieder runter auf 60 gedingst. Wenn ich im rechten Sinne. Wunderbar runtergebremst. Ist nochmal noch ziemlich dicht dran. Langsam auch schon wieder zu dicht. Deswegen machen wir den Tempomat auf. 56. Ja, erwischt. Und da hinten kommt eine rote Ampel. Tempomat raus. Hervorragend. Na, aber man merkt schon die 28 Tonnen, die wir drauf haben. Oder halt auch den Mangel der Power vom Renault Magnum, das kann natürlich auch sein. Was auch immer es ist, man merkt es. Und gleich geht es wieder runter auf 50 km pro Stunde. Rollen wir uns mal ein bisschen aus, dass wir nicht so komplett runterbremsen müssen. Und weiter geht's Richtung, ich weiß gar nicht, welche Rappen das ist, wo ich hinfahren. Jötzhals? Nee. Nach Jötzhals wollen wir rüber. Christiansand? Wo fahren wir jetzt hin? Ja, Christiansand. Okay. Christiansand, da ist wahrscheinlich dann gleich die Fähre, wenn ich mich recht entsinne. Huch, fast vergessen, dass hier eine Ampel war. Ich habe 7 ausgelassene Frames. In den 23 Minuten, in dem ich zumindest bei OBS Studio die Aufnahme gestartet habe. Ich glaube ein bisschen später dann aufgrund dem ganzen unnötigen erst drücken sie, dass sie eine Vorschau haben und dann können sie von mir aus starten, wenn sie wollen. Prozedere bei YouTube.
was halt doch schon sehr umständlich ist, vor allem wenn man dann das Problem hat, dass das komplette Eventsystem, also das Live-Veranstaltungen-Eventsystem halt so unfassbar rumbuggt, dass du drei Veranstaltungen erstellt hast, bis du endlich mal live bist. Beziehungsweise bis dann halt die dritte funktioniert, dass du live gehen kannst, dass du auf Vorschau erstellen drücken kannst und dann nach erst auf live öffentlich veröffentlichen, öffentlich streamen oder Streaming starten drücken kannst. Also irgendwie. Ja, ich will ja nichts sagen, aber ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei YouTube Gaming jetzt anders ist, aber ich vermute mal ähnlich. Müsste ich mal testen. Aber zumindest wenn man das bei YouTube macht. Beziehungsweise mit dem YouTube, dem normalen YouTube Design, um es mal so zu formulieren, ist glaube ich besser so. Das ist. Ja, ich würde schon fast sagen, man. Das wollte ich nicht. Ich würde schon fast sagen, man erkennt an dem Live-Veranstaltungssystem oder Veranstaltung erstellen oder Event-Erstellen-System und dann Live-G-System von der Veranstaltung aus schon, dass ja, dass YouTube halt mit dem, wenn man es mal von der Geschichte her sieht, halt neu ist im Live-System. Livestreaming-Business. Der Retarder, der. Auch schon. Also gut, das ist wahrscheinlich auch ein Bericht. Was der so Ewigkeiten braucht. Halt in Christiansand. Hoppla. Auf die Geschwindigkeit achten sollen. Mal sehen, was vor mir ist. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo ich darauf geachtet habe. Das ist weg, okay. Eigentlich habe ich eher geguckt, wie das. Wo die Tala jetzt runterbremst und ob wie das für sich verhält, wenn ich es jetzt sehe ich halt kaum was, wo der Trailer ist, okay, perfekt. Wie sich das verhält mit der Retarder noch unterschalten, meine Geschwindigkeit halt auswirkt und so weiter. Da habe ich ja nicht mehr ganz so viel nach vorne geguckt.
Das ist, weil ich habe gedacht, sie fahren und habe nicht wirklich geguckt, was von vorne kommt. Beziehungsweise eigentlich habe ich damit gerechnet, dass eigentlich die ersten paar geradeaus fahren. So, was möchtest du? Möchtest du mal wieder leere Zimmer zeigen? Oder was ist los? Weil Futter hast du, trinken hast du auch was Frisches. Den müssen wir noch nicht raus. Ja. Preis, glaube ich, ein bisschen zu weit ausgeholt. War, glaube ich, ganz gut ausgeholt. Okay, eigentlich ein bisschen zu weit, aber hinten hat es halt doch schon gepasst. Sag mir nicht, du musst ja schon wieder pipi. Du warst doch gerade eben schon. Es regnet, dann wolltest du wieder rein. Wollen wir wetten, dass es wieder regnet oder so? Moment, ich guck mal nach. Dann wege ich ab, ob ich dich rauslasse oder nicht. Beziehungsweise aufstehe und dich rauslasse oder nicht. Ja, ich habe nämlich keine Lust, wieder 10 Minuten vor einer offenen Tür zu stehen. Regen. Ja, Regen zumindest auf alle Fälle. Oh Gott, ja, rote Ampel. Oh, I love it. Da wäre halt wieder so eine Funktion gut, wo man halt die halt abwägt, ob man, wie halt im echten Leben, ne? Also nach dem Motto, man wird geblitzt und es wird dann halt man hat halt nur quasi den Blitzeffekt und bekommt das Geld dann quasi später abgezogen. Beziehungsweise gar nicht. Wenn man noch angehalten hat. Hä? Warum ist denn das jetzt da oben? Oh Mann. Was ist das denn jetzt wieder für ein Käse? Hä? Meine Fresse. Das kannst du von mir jetzt die ganze Zeit ausschalten. Und lass doch das blöde Bild da. Oh Gott. Wenn das hier schon so bescheiden ist, dass immer wieder das Bild mal nicht raus habe, das Bild nicht weg ist. Das Bild weg ist. Ne, Polaris Line soll ich nicht hier hin, ne? Das war am. Ist ja noch überfahren. Dann schaue ich mal gleich nach dieser. Ach du heilige Scheiße. Doppelte heilige Scheiße. Rum? Okay, ich bin noch rum, alles gut. Dann schaue ich mal nach der Tour, was die Katze von mir möchte und noch weiter. Bisschen was wollen wir noch schaffen? Mann. Denn durchs Reloggen sind wir auch schon so befreit. Aber jetzt haben wir gut wieder für die Zukunft ganz vergessen gehabt, dass ich die Konsole aktivieren musste.
Ja, und bei dir? Versprochen hatten wir noch. Das haben wir jetzt ordentlich Schaden bekommen, auch gar nicht. Nee, haben wir nicht. Gut. Sehr schön. Ich finde es ja ehrlich, also auf der einen Seite finde ich es natürlich interessant, oder gut, dass das jetzt hier so belebt ist. Durch die. Durch die Arbeit von Dings, von Dings. Ach. Heavy Alex oder wie auch immer er nochmal hieß, genau. Oder aktuell heißt. Oh, war ja. Wir müssen hier rum. Naja, wäre ja blöd, wenn nicht alles sitzt, sondern wegläuft, ne? Also. Ich bin mir gerade unsicher, kriegen wir das hin? Ich sehe es so schlecht. Ich weiß nicht, könnte eng werden. Oh mein Gott. Also normalerweise würde ich eher weniger Drino wählen, aber da ist, glaube ich, erst die. Also praktisch gesehen die sechste Tour ist, haben wir halt immer noch. Von dem Profil jetzt haben wir halt keine andere Wahl, mehr oder weniger, als irgendwelche Trader, beziehungsweise irgendwelche Trucks mitzunehmen. Und das war halt die. Ja, die beste Tour vom Preis-Strecken-Verhältnis her. Von daher. Oh Mann. Von daher nehme ich dann doch auch mal ein Renault Magnum. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Jetzt bin ich halt echt verwirrt. Verdammt. War da jetzt was? Ach, verdammt. Oh Mann. Weil. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Oh wow. Oh Mann. Jetzt muss ich nochmal kurz raustappen, verdammte Scheiße. So. Also, ich weiß selber noch gar nicht. Ich werde wahrscheinlich auf dem. Weiß nicht. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich auf einen der beiden Nord-Jungs gehen. Entweder auf Scania oder auf Volvo. Oh, jetzt habe ich gar nicht wirklich drauf geachtet.